In den Weiten einer fernen Galaxis ist der Raumfrachter Osaka mit seiner Mannschaft unter dem Kommando von Captain Christian Wynyard auf dem Rückflug nach Terra 4, als sich ein unvorhergesehener Zwischenfall ereignet. Rotalarm, Rotalarm, Rotalarm. Jasmine, Meldung. Wir haben noch keine Daten, Sir, aber es hätte uns fast gerammt. Erzähl mir etwas, was ich noch nicht weiß. Es ist ein Raumschiff. Zylindrische Form, 13 Kilometer Durchmesser bei 124 Kilometer Länge. Kommunikationssignale? Nur der Transponder-Code. Es ist die Driftwood. Die Driftwood? Von dem Schiff habe ich noch nie gehört. An alle. Besprechung in 20 Minuten im Kommandoraum. Und dann nicht so. Hör mal zu. Ich will keine Leihimplantate. Und schon überhaupt keine in Silikonit gebundene DNS. Nur die vereinbarten Credits. Ich diskutiere mit Simulation. Echt jetzt? Das ist so unmöglich. Ruhe! Jasmine? Der Transponder-Code ist lückenhaft. Trotzdem sind auf dem Schiff alle Systeme in Funktion. Na, das klingt doch super, Captain. Wir machen dem degenerierten Pack die Hölle heiß und verkaufen, was doch zu gebrauchen ist, in Made of City. Yeah! Ruhe! Ich bin immer noch Captain der Osaka und nicht einer dieser Scheißkonzerne, die sowieso schon viel zu viel kontrollieren. Und damit das Ganze nicht wieder so eine Sauerei wird wie in der Schogoten-Kolonie, gehen wir diesmal nur zu viert. Martinez? Cap. Blackberry. Ja. Und von den beiden Robotniks nehmen wir Sydney mit. Der Rest der Crew bleibt an Bord. Ich will auch mit, Captain. Nein, Timmy. Du bist noch nicht so weit. Ich habe deiner Mutter am Totenbett versprochen, dass dir nichts zustößt. Pass du hier auf Jasmine und die Osaka auf. Aber... Kein Aber. Jazz, bring uns auf Abfangkurs. Aye, aye, Sir. Wir haben eine der Noteinstiegslogen fast erreicht. Dieses Schiff muss wirklich alt sein. Was war das? Jasmine? Wir haben hier Datenverlust, Captain! Alle Systeme sind gestört! Den genauen Ursprungsort dieser Anomalie haben wir noch nicht lokalisiert! Kommen Sie lieber zurück, Captain! Nein! Wir ziehen das jetzt durch! Sydney, öffnen! Jawohl, Sir. Können die Helme jetzt abnehmen. Schwerkraft, Peripherie und Atmosphäre haben Erdstandard. Dann los! Und so machte sich Captain Wynyards kleiner Trupp auf den Weg ins Herz der Driftwood. Über endlos verschlungene Tunnelsysteme und Schächte, die nach kaltem Stahl rochen. Hinter diesem Schott muss nun eine der Haupthallen liegen. Ich öffne. Vorsicht, bitte. Bei den Gasnebeln von Burima. Das riesige trichterförmige Gewölbe, vor dem sie nun standen, fraß sich tief ins dunkle Innere des Schiffes. Der Anblick von noch nie zuvor gesehenen, bizarren, biomechanischen Geräten und Armaturen, die an den Wänden wucherten, verschlug ihnen den Atem. Auf riesigen holographischen Bildschirmen wurden alle Erinnerungen, Ängste und Träume der Lebewesen dargestellt, die einst auf diesem Schiff weilten und nun unumgänglich mit ihm verbunden schienen. Blitzschnell schossen tentakelhafte Arme auf sie zu. Scheiße, was ist das? Griffen nach Malcolm Blackberry und vierteilten ihn im Bruchteil einer Sekunde. Ihr Schweine! Anstellen! Rückzug! Sid! Das Schott schließt und versiegeln!
Jasmine? Jazz! Die haben Black Barry getötet! Die Gänge, durch die sie gekommen waren, verzweigten sich zu einem unendlichen Labyrinth. Schacht um Schacht, Tunnel um Tunnel. Das verdammte Schiff, es spielt doch mit uns! Sid, wo sind wir? Scan-Daten und Informationen sind lückenhaft. Irgendwo im Mitteltrakt des Schiffes. Da hast du es. Das ist eine Falle, Chris. Christian, hörst du mir überhaupt zu? Wir müssen runter von dem Scheißkahn. Verdammt, Cap. Wir müssen... An den Wänden öffneten sich Klappen. Gelenke mit Scheren und Zangen schossen aus ihnen hervor. Frank Martinez fiel und schaute nach unten. Sein linkes Bein endete dort, wo eben noch sein Knie war. Unter hohem Druck schoss sein Blut aus dem Stumpf und legte einen scharlachroten Teppich auf den Gang. Er fiel zu Boden, wollte nach dem Stumpf greifen. Doch nur eine Hand kam dort an. Am rechten Arm war die Hand abgetrennt und ab dem Handgelenk bis hinauf zur Schulter glatt gespalten. Ich hab so scheiß Arme sehen! Scheiße! Sid! Ich schaff dich, Captain! Wir kriegen das schon wieder hin! Ich hab noch nie jemand zurückgelassen! Sid! Captain! Das Schiff! Was ist mit dem Schiff? Es ist irgendwie aus! Was? Sydney! Es ist zu spät, Sir. So schnell und präzise die Scheren und Zangen ihr Werk mit grässlicher Mühelosigkeit verrichteten, waren sie wieder hinter ihren Klappen verschwunden. Osaka! Osaka! Das Ganze ist eine Falle! Die haben Martinez auch noch filetiert. Scheiße. Und seine Reste transportieren gerade kleine Roboter. Jazz! Jazz! Im nächsten Moment öffnete sich wie aus dem Nichts, direkt vor ihnen, ein riesiges Schott. Christian Wynyard ließ sich seine Neugier nicht anmerken, als der Robotniks und er eintraten und das Schott sich hinter ihnen schloss. Sein erster Blick fiel jenseits des klaren Beobachtungsfensters auf Spiralnebel und kosmische Wolken, die den Grundbaustoff noch ungeborener Sterne enthielten. Sein zweiter Blick aber fiel in die Mitte des Raumes, der im Halbdunkel eine Stützkonstruktion aus Streben, beweglichen Platten, Kabeln und Servomotoren offenbarte. Darmähnliche Schläuche waren mit diesem Exoskelett verbunden. Etwas, was wohl einmal ein Mensch gewesen sein musste, war in diese Konstruktion eingebettet. Der Totenschädel, mit bleicher, papierdünner Haut bespannt, musste einmal das Gesicht gewesen sein. Die Wangenknochen warfen dunkle Schatten. Implantate und andere Apparaturen glitzerten wie Edelsteine, als er zu sprechen begann. Endlich. Endlich sind sie da. Der Kreis wird sich jetzt schließen. So lange haben wir darauf gewartet. Auf was gewartet? Ein paar Spacer zu verarschen? Hä? Habt ihr darauf gewartet? Was soll das Ganze? Wir hatten die Tharion-Bombe an Bord, die den gottlosen Krieg auf Gamma Centauri beenden sollte.
Doch alles kam anders. Und nun sind Sie auserwählt, Captain Christian Wynyard. Auserwählt, meinen Platz einzunehmen und dieses Schiff durch Zeit und Raum zur Erde zu führen. Die Erde? Die Erde? Trotz all der Wunder und Technik, die sie in sich birgt, ist die Driftwood immer noch ein Raumschiff. Und ein Schiff braucht einen Captain. Und Sie sind noch auf der Erde geboren. Die Erde. Mein Vater hatte eine Farm in der Nähe von Greek Hole, Iowa. Er wollte Fichten anpflanzen. Captain Wynyard, entfernen Sie mit Hilfe Ihres Robotniks meine letzten menschlichen Reste und nehmen Sie meinen Platz ein. Führen Sie das Schiff durch Zeit und Raum zur Erde. Nehmen Sie Platz in einer prophetischen Herausforderung, neben der sich alles andere einfach verstecken muss. Wenn das hier irgendeine Prophezeiung enthalten sollte, dann ist das eine, die in 1000 Jahren nicht in Erfüllung geht. Ah. Sie haben keine Wahl. Es gibt kein Zurück. In dem Punkt wird er wohl recht haben. Lebend werde ich dieses Schiff nicht verlassen können. Vielleicht kann ich so wenigstens Jazz und die Osaka retten. Christian Wynyard entfernte mit Hilfe des Robotniks Sydney die letzten menschlichen Reste aus der Verankerung, um nun selbst in dem Exoskelett Platz zu nehmen. Sofort begann die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Eine Infusion mit Nanomaschinen schoss durch sein orales Nervensystem. Dann wurde Captain Wynyard der Brustkorb geöffnet. Ein Röhrensystem ersetzte den linken Lungenflügel, um die Hitze der Nanomaschinen abzuleiten. An die Stelle des rechten Lungenflügels ein geschlossenes System zur Anreicherung des Blutes mit Sauerstoff. Eine kleine fusionsgetriebene Pumpe ersetzte das Herz. Den restlichen Thorax füllte jetzt ein Nährstoffsystem. An seinen Eingeweiden schmiegten sich verschiedene Maschinen, die kreuz und quer alles vernetzten. Das meiste an Muskeln und Sehnen entfernte Sydney. Dann wurde auch der Robotniks ein Teil der Driftwood. Der Ursprungsort der Anomalien, die den Datenverlust und die Störungen aller Systeme auf der Osaka bewirkt hatten, war die Driftwood selbst. Es waren die Frequenzwellen ihres Supergravitationsantriebs, der in 13 Dimensionen fungierte und durch die Tachyonen der Bombe gespeist wurde. Mit diesem machten sie sich auf durch Raum und Zeit. Sie durchflogen die Zentren kosmischer Bomben, die vor Jahrtausenden explodiert waren. Ewigkeit brach entzwei, als glühende Gashüllen die Driftwood von allen Seiten umgaben und das Schiff sich innen wie außen formte. Mehr als nur eine Supernova kreuzte ihren Weg, die für kurze Zeit alle Sonnen eines Systems überstrahlten, um dann unbedeutend zu versinken. Captain Christian Wynyard war nun zu einem Werkzeug geworden. Ein Zahnrad mehr zwischen all den Lebensformen und Technologien, die das Schiff im Laufe seiner Odyssee in sich aufnahm wie eine Fliegenfalle. Doch mit diesem Puzzleteil, das aus Captain Christian Wynyard bestand, gelang es der Driftwood, 700 vor Christus die Erde zu erreichen, um dann westlich von Yucatan zu landen.
Aber das ist eine andere Geschichte. Ey, das ist die mieseste Geschichte, die ich seit langem gehört habe. Ey, für eine Science-Fiction-Story viel zu wenig technische Details. Naja, der Captain war ganz gut. Ey, was denn? Für eine Rohfassung ist es ja wohl gut genug, oder? Hey, mach uns noch zwei! Mensch, meiner, lass erstmal Geld sehen. Du weißt doch heutzutage. Ohne Moos, nichts los. Und jetzt mach hin. Mein Kumpel macht sich schon die ganze Zeit Asche ins Bier, damit es überhaupt noch was schmeckt. Naja, ich komm gleich. Bin noch kein D-Zug. Hast du die zwei Tattoo-Tränen unter ihrem Auge gesehen? Bestimmt eine für jedes Jahr, seit er hier abgehauen ist. Aber was soll's? Hör dir mal das an. Es ist jetzt schon einige Jahre her. Da habe ich mit einer Alten drüben in der 9. in St. Christopher gewohnt. Ach du liebe Scheiße. Hey, hör doch erst mal zu. Ich lebte mit dieser, ach, wie heißt sie nochmal? Violet. Genau, Violet hieß die Maus. Eine Etage über uns wohnte mein Kumpel Romero mit seiner kleinen Brasilianerin. Mann, ich habe sie nie zu Gesicht bekommen. Aber Samara, so nannte er die Kleine, soll echt Feuer im Arsch gehabt haben. Und ich glaube, nicht nur da. Wir zogen zu dieser Zeit immer zusammen los. Also Romero und ich natürlich. Weiber, Saufen und Gelegenheitsjobs. Aber meist machten wir unsere Kohle auf der Pferderennbahn. An einem Morgen, vor einem dieser Pferderennen, wurde ich wieder einmal von einem Streitgespräch zwischen Speck und Eiern in der Pfanne geweckt. Scott? Ja, was? Scott de Luna. Ja, ich steh auf. Während du deinen Rausch ausgeschlafen hast, haben die Bullen deinen Zechbruder abgeholt. Was? Scheiße. Dann muss ich zu Fuß zur Rennbahn. Wie spät? Kurz vor 3. Oh, verdammt. Diese verdammten Pferdewetten. Das bisschen, was du, wenn überhaupt, je gewonnen hast, hast du doch gleich wieder versoffen. Baby, später jetzt nicht. Und was ist mit meinen Bedürfnissen? Später wirst du mein Favoritenpferdchen sein. Dann wirst du geritten wie in alten Zeiten. Wenn's heute klappt, fahren wir in einer Woche zu deiner Familie runter nach Catalina. Na, wie wär das? Das hast du dir doch schon so lange gewünscht. Ciao, bis später. Aber Scotty, dein Essen! Ich ging zügig den Rinnstein entlang. Hinunter bis zur Kreuzung an der Blutbank und dann links. Durch die Jane Street, die schon immer das Land der Nutten und ihren Zuhältern war. Scheiße, Doc. Mach für halt Schluss. Sieht aus, als würde es gleich regnen. Was? Du spinnst wohl, du Schlampe! Aua! Schau ja zu, dass Kohle reinkommt. Und wenn es regnet, dann läufst du eben zwischen den scheiß Regentropfen durch. Ab an die Arbeit! Mach ja schon! Ich hatte es geschafft. Die kaputten Sonnenschirme am Eingang sahen zwar wie tote Vögel aus, doch dieses Mal hatte ich einen wasserdichten Tipp. Und zwar von so einer nett beknackten alten Schwuchtel, die immer mit den Jockeys herumlief. Als mich jemand von hinten an der Schulter packte. Romero! Haben dich die Cops wieder laufen lassen? Klar, Mann. Hab die scheiß Bullen mit meinem Messer bestochen. Aber die Wichser haben sich gewehrt. Siehst du das Loch, Mann? Sieht scheiße aus, was? Romero sah nicht gut aus. Er war leichenblass. Und wenn man genau hinsah, konnte man sehen, wie sich unter seiner Jacke ein nasser, dunkelroter Fleck immer weiter ausbreitete. Die verfickten Cops hatten ihn angeschossen. Romero Ramon Loranga würde keinen weiteren Sommer mehr erleben. So viel stand fest. Mit zitternder Hand gab er mir seinen Wettschein. Nimm schon, Scott, ich kann damit nichts mehr anfangen. Mal im Ernst, hä? Versprich mir nur, dass du in meine Wohnung einbrichst, wenn Samara nicht da ist. Und dann all ihre verdammten Postkarten verbrennst. Hey, was soll der Scheiß? Hey! Scott, sie ist eine gottverdammte Hexe. Die Postkarten sind wie Tore in andere Welten.
bitte Scott, du musst es tun. Ich sag das nicht gern zweimal. Hey Romero, wo willst du hin? Was soll das? Bleib hier! Ich steige jetzt in meinen Wagen und fahre Vollgas über ein paar rote Ampeln. Dann gehe ich am anderen Ende der Stadt ins Skyline-Kino und verblute in der letzten Reihe. Ich will wenigstens wie in einem echten Heldentraum sterben, Mann. Dann schaffte er sich mit letzter Kraft nach draußen. Das Blut lief ihm bereits in die Schuhe, als er noch einmal über seine Schulter blickte. Ich stand da wie versteinert. Ich sah mir seinen Wettschein genauer an. Er hatte Alex auf My Boy Run im 7. Rennen gesetzt. Und My Boy Ronnie machte das Rennen. Ja. Yes, Baby. Wir sind reich, reich, reich. Oh, Scott. Ist es viel Geld? Vielleicht will ich doch einen von dir. Weißt du was, Baby? Mit der Kohle kaufe ich einen Gebrauchtwagenhandel. Aber ich verkaufe keinen einzigen Wagen. Ich fahre jeden Tag eine andere Karre. Genauso wie ich gerade lustig bin. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich in einem Taxi geboren wurde? Ja, ja, schon 100 Mal. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Was war das denn? Hörte sich an, als ob die Lorangas einen Tiger da oben in ihrer Bude hätten. Ach du meine Güte, Scotty, du bist ja ganz bleich. Lass uns mal sehen, was da los ist. Hallo, bist du da drin? Signora Loranga? Na, die Tür ist offen. Signora Loranga? Alles okay? Samara? Niemand war da. Nur das Tropfen eines Wasserhahns, kombiniert mit Uhrenticken, bildeten die Geräuschkulisse in dieser Wohnung, die nach dem Treibstoff roch, der die Träume derer antrieb, die darin gelebt hatten. Und überall Postkarten, sogar an den Fenstern und Spiegeln. Auf denen stand zum Beispiel der Sacré-Cœur direkt neben einem Palmenstrand und der wiederum neben Stonehenge. Und so weiter und so weiter. Vielleicht waren diese Bilder ja doch eine Art Tor zu den Motiven, die sie zeigten. Oder wenigstens Tore zu den Erinnerungen, die sie in sich bargen. Das wird ja immer besser. Hey, warte hier, du Komiker. Ich muss mal pissen, ja? Bin gleich wieder da. Ich bin Candy. Natürlich bist du das. Beobachte deinen Freund und dich schon eine ganze Weile. Und da wollte ich nur mal fragen, was mit deinem Gesicht passiert ist. Ein Tanzbär auf dem Rummel. Das Biest hat die Nerven verloren. So ein Blödsinn. Ja, totaler Blödsinn. Und jetzt mach Platz, du Fotze. Hey, pass doch auf. Wichser. Mensch, Hank, komm mal her. Dein toller Freund, der war auf einmal weg. Wie weg? Ja, er hat dir nur seine Rechnung und eine Postkarte hier hinterlassen. So eine Indianermaske drauf oder sowas. Greetings from the sunny Inca Land. Jetzt zeig schon her. Das macht dann 17:20. Mein lieber Freund, leider bin ich gezwungen, auf diese Weise Abschied zu nehmen. Doch ich garantiere dir, wir werden uns bald wiedersehen. Vielleicht jenseits der menschlichen Erfahrung. Denn hinter der vertrauten Realität lauert meist das Unfassbare. Dort, wo Licht in Schatten übergeht, im Reich der Dämmerung. Vielleicht in einer anderen Dimension, so gewaltig wie der Weltraum und so zeitlos wie die Ewigkeit. Ohne Anfang und ohne Ende.